Wie groß und wie wirtschaftsstark sind die Tempel? Es wird oft gesagt in Japan, dass ein Tempel mindestens 300 Haushalte in seiner Gemeinde haben muss, damit sich der Priester dadurch, naja, dem Standard, dem Beamtenstandard entsprechend ernähren kann. Warum spricht man von Haushalten und nicht von der Zahl der Seelen, wie man wahrscheinlich in der Kirche sprechen würde? Das liegt daran, dass wenn zum Beispiel das Tempeldach neu gedeckt werden muss, in Deutschland würde das wahrscheinlich auch über die Kirchensteuer finanziert werden. In Japan würde dann der Priester rumgehen in der Gemeinde und jeden Haushalt darum bitten. Also die Kosten würden dann durch die Anzahl der Haushalte geteilt. Und das führt dazu, was aus deutscher Sicht sehr ungerecht ist, dass ein Haushalt, wo nur eine alte Oma, die sich mehr schlecht als recht von ihrer Rente ernährt, dass von der erwartet wird, dass sie genauso viel beiträgt zur Dachreparatur wie ein Haushalt, wo drei Generationen unter einem Dach leben und das ist vielleicht der Großvater und der Vater, die arbeiten beide als Ärzte, haben eine Klinik. Die würden dasselbe beitragen wie diese Oma, die da von der Rente lebt, ne? Deshalb heißt es immer, du brauchst so und so viele Haushalte. Und wie viele in den Haushalten wohnen, interessiert die weniger, ne? Das heißt, wenn du einen Japaner fragst, welcher Religion gehörst du an, dann bekommt man oft die Antwort, ja persönlich bin ich areligiös, aber meine Familie gehört natürlich dem buddhistischen Tempel an. Ne? Also die Familie, der Haushalt gehört der Religion an und weniger versteht sich das Individuum religiös. Deshalb gibt es auch das nicht, was in der Kirche der Taufe und der Konfirmation entspricht, dass man schon kurz nach der Geburt sozusagen ein Angehöriger des Tempels wird und dann sich in der Pubertät noch einmal bewusst dafür entscheiden muss, ne? Sondern die meisten Japaner wachsen da so ganz langsam rein in das Bewusstsein, dass sie irgendwann mal, wenn sie den Löffel abgeben, beerdigt werden. Oh. Auf dem buddhistischen Friedhof und dass ein buddhistischer Priester diese Beerdigung leiten wird. Ne? Vetternwirtschaft beziehungsweise inwiefern kann man behaupten, dass die Tempel den Priestern selbst gehören? Ne? Also jeder, ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Schulen ist, ne, aber zumindest im Zen ist es so, und ich glaube, es ist in den anderen Schulen genauso, dass die Priester eigenmächtig bestimmen können, wer den Tempel von ihnen später mal übernimmt. Und in der Regel ist es der erste Sohn. Wenn ein Priester keinen Sohn hat, aber eine Tochter, dann erwartet er oft vom Bräutigam, dem potenziellen Bräutigam, dass der dann den Job von ihm übernimmt. Also wenn die beiden dann kommen und der Herr, der junge Herr hält um die Hand der Tempeltochter an, dann wird ihm der Priester unter Umständen sagen, ja, aber es gibt eine kleine Bedingung. Du musst dir den Kopf scheren und für ein Jahr oder zwei ins Priesterseminar gehen und dann den Tempel von mir übernehmen. Ne? Sowas hört man immer wieder. Ne? Und die Gemeinde oder der Dachverband hat da nicht viel mitzureden. Ne? Oder als ich Antaiji an die ECCO weitergegeben hatte, da gab es vielleicht auch so ein paar
in Antalya oder um Antalya drumherum, die gesagt haben, ja, aber da hatten wir hätten da lieber eine andere. Ne? Das interessiert keinen. Ne? Wenn die in Soto, in Tokio, im Hauptquartier Sotoshu gesagt hätten, nee, also da gibt es vielleicht einen besseren Kandidaten oder Kandidatin, die hätten auch kein Recht, da mitzureden. Ne? Also das kann man als Priester relativ eigenmächtig entscheiden. Allerdings, wenn da jetzt eine Gemeinde wäre und die wären sehr dagegen, gegen diese Wahl, da der Tempel ja finanziell abhängig ist von der Gemeinde, will man sich's mit der Gemeinde nicht verderben, ne? Und in der Regel erwartet die Gemeinde, dass es ja der älteste Sohn übernimmt. Das bedeutet, wenn man ein Tempelpriester wird in einem Zen-Tempel und sagt, also es gibt ja das Zölibat, auch im Buddhismus, ich heirate nicht. Es kann sein, dass es dann die Gemeinde ist, die sagt, ja, nee, bitte such dir eine Frau und setz zumindest einen Sohn in die Welt, damit wir dann auch in 50 Jahren noch einen Priester haben. Ne? Also es ist zum einen das Recht, der Tempelpriester, sich ihre Nachfolger auszusuchen. Andererseits wird es auch als die Pflicht des Priesters verstanden, einen Nachfolger zu finden. Und es gibt nur wenige Tempel, wie gesagt, die so wie Antaiji als Klöster funktionieren und da können Leute kommen und nach einem Jahrzehnt der Ausbildung das Amt übernehmen. In der Regel bedeutet einen Nachfolger finden, dass man Kinder in die Welt setzt und in der Regel den ältesten Sohn schon früh darauf trimmt, dass er später nicht Pilot oder Bäckermeister oder Musiker oder sonst was wird, sondern bitte buddhistischer Priester, ne? Und das ist bei 90% der japanischen Priestern der Fall, ne? Dass die nur deshalb den Job übernommen haben, weil sie das Pech oder das Glück hatten, in einem Tempel geboren zu werden. Und sowohl der Vater als auch als auch die Mutter als auch der Rest der Gemeinde schon sehr früh von ihnen erwarteten, dass sie später mal den Job übernehmen. Und naja, dass da Geld fließt bei der Übergabe, ist in der Regel nicht der Fall, denn wie gesagt, in der Regel ist es ja der Vater, der den Tempel weitergibt an seinen Sohn, ne? Und offiziell gehört ihm nicht der Tempel, sondern offiziell ist der Tempel eine selbstständige juristische Person, eine eigenständige Religionsgemeinschaft, die einem Dachverband angehört. Ich weiß nicht, ob das vielleicht vergleichbar ist mit einer Tankstelle. Ne? Die Tankstellen gehören wahrscheinlich auch nicht Esso oder Shell oder wem auch immer, Aral, sondern ich weiß nicht, so eine Tankstelle ist unter Umständen ihre eigene GmbH. Und der Tankwart, der ist dann der Chef dieser GmbH und der hat vermutlich einen Vertrag mit dem Dachverband Aral, Shell, Esso oder so und so weiter. Und die verkaufen ihm das Benzin zu einer gewissen Rate und er kann dann selber die Preise festlegen, wie er das weiterverkaufen will in seiner lokalen Tankstelle. Ne? Und naja, so eine Tankstelle kann man wahrscheinlich weiterverkaufen, wenn man das wollte. Das ist bei buddhistischen Tempeln in Japan eher selten, aber ich habe auch schon davon gehört, ne? Also wenn jemand einen Tempel hat mit der großen Gemeinde, das ist wirtschaftlich lukrativ und er sagt, ich gehe jetzt in Rente. Und ich habe auch keinen Sohn oder keine Tochter, an den ich den Laden weitergeben könnte. Ist da vielleicht jemand, der interessiert ist? Das ist wirtschaftlich lukrativ. Und wenn sich da jemand meldet,
oder man findet da einen, dann wird vereinbart, wie viel da als sozusagen Übergangssumme gezahlt wird, ne? Wenn das ein großer Tempel ist und der Priester kann sich dann aus dem tatsächlich dann existierenden Tempelvermögen ein vielleicht Jahresgehalt von 100.000 Euro bezahlen. Das gibt es auch, eben wie die Bischöfe offenbar in Deutschland auch, dass man sich da ein ganzes Bischofsgehalt auszahlen kann. So wie sich ein Tankwart ja aus dem Einkommen der Tankstelle ein vermutlich selbstbestimmtes Einkommen auszahlen kann. Dann kann es natürlich sein, dass der vorherige Vorsteher, der vorherige Priester sagt, ja, jetzt musst du mir aber eine Übergangssumme von 1 Million Euro zum Beispiel zahlen. Und die hast du ja dann in 10 Jahren wieder reingewirtschaftet und in 20, 30 Jahren zahlst du dann schwarze Zahlen. Möglich ist das, ne? Möglich ist das, aber im Fall von Antai ist sie eigentlich nicht relevant, ne? Also die ECO hat mir natürlich keinen Pfennig da bezahlt, denn sie hat kein Einkommen in Antaisi und das bedeutet in meinem Fall natürlich auch, dass ich keine Rente bekomme von Antaisi und auch nicht vom Dachverband. Ne? Und damit ist hoffentlich diese Finanzfrage erstmal beantwortet. Wenn ihr da noch mehr Details wissen müsst, ne, meldet euch wieder oder meldet euch vielleicht direkt bei Sotoshu in der Zentrale.